Schauen wir mal, genau. Also ja. was haben wir denn Neues jetzt hier? Also Personal Setup ist einer unserer weiteren tollen Service, den wir hier im Apple Store weltweit anbieten. Was heißt das? Also Personal Setup ist die Idee, dass wir unsere Kunden, egal ob es jetzt ein iPod Touch oder auch ein MacBook kaufen, aus dem Store entlassen. Sie können halt direkt loslegen. Sie wissen halt also, wie sie ihre Apple-ID nutzen. Sie wissen halt, was iTunes ist. Sie wissen einfach, welche ersten Fragen halt beantwortet werden. Nicht unbeantwortet werden, sondern beantwortet werden. Wir möchten einfach, dass unsere Kunden zufrieden und happy das Produkt gleich nutzen können. Oder ist halt, dass der Kunde es auspackt. Also, müsstest du eigentlich auspacken? Unboxing sozusagen? Ja. Seite packen. Dann erklären wir dir das Zubehör ganz kurz. Also in dem Fall ist es beim iPod ja besonders wichtig, dass man das im Zusammenhang jetzt zu iTunes, zur Musikbibliothek erklärt. Im ersten Schritt sagen wir dann, hey, pass auf, schau doch nochmal, was noch in der Box ist. Das ist nämlich dein. Die Kamera runter, das ist dein bester Hit. Ja, ist ja, dass wir uns jetzt im App Store tatsächlich auch befinden, also wenn man den Weg gefunden hat, erkennt in dem Fall der iPod oder die App, dass wir auch drin sind im App Store. Und da gibt es halt jetzt ein Fenster, beziehungsweise eine zusätzliche Funktion, wenn du einfach mal auf diesen Pfeil da unten drauf drückst. Ja, exactly, that's the one issue. Ja, guck mal drauf, dann geht's. Wunderbar. Jetzt erkennt das Gerät, dass du wirklich im App Store bist. Und jetzt kannst du dir zum Beispiel bei der Hilfe einen Specialist suchen. Wenn du mal drauf gehst, ja. Ja, klickst dann drauf, Mac, iPod, iPhone oder etwas anderes, ja, und jetzt sagst du fertig und jetzt wird sich jemand um mich kümmern. Soll ich das jetzt machen, oder? Ja, nein. Also, ja, logisch. Genau. Okay, vorher auch schon so, die ganze Zeit die Leute. Du siehst also, es sind noch 3 Kunden vor dir. Okay. Was wir dann intern machen, ist halt über unser EasyPay eben sehen, ob du da bist. Das ist aber ein dickes iPad. Das ist ein iPod Touch, also genau das gleiche Gerät, so, was du auch hast. Und das mit dem Akku. Und ich sehe jetzt, der Martin Schmitz ist schon da, ja. Und sage jetzt, okay, den will ich jetzt treffen. Und jetzt siehst du gleich von mir wieder anzeigen, wer dann kommt. Der Dennis wartet auf dich am Eingang. Ja. Der Dennis wartet auf dich am Eingang. Und du kannst jetzt sagen, ja, fertig. Ja. So, und dann würden wir uns das unten treffen. Ja. Natürlich, wie jedes unserer Produkte, auch wieder mit Inhalt gefüllt. Also man kann es direkt ausprobieren, man kann im Internet surfen, E-Mails schreiben, die Apps ausprobieren. Das ist alles live zum Anfassen mit dabei. Also, hier gibt es also keine Grenzen, dass man ein Passwort eingeben muss. Das Produkt, was gerade drin steht. Okay. Du siehst, dass jedes einzelne Produkt hat auch ein Smart-Sign. Jetzt hat Dennis. Okay. Dennis ist gleich da, ja? Was ist Dennis? Bei mir funktioniert sie, der mag mich nicht. Dennis kriegt jetzt die Info.